Wir würden in diesem Video gerne mit euch über ein Thema reden, wo wir selbst, bevor wir hier in Chiang Mai waren, gar keine Ahnung von hatten. Und das ist die Burning Season. Wir machen jetzt da ein bisschen anderes Format, wie wir es sonst halt immer machen. Weil es geht einfach darum, dass es für uns dann doch so wichtig ist, dass wir sagen, das wollen wir nicht nebenbei erwähnen in einem Video, sondern würden uns gerne darauf fokussieren. Also A, was ist die Burning Season? Wir hatten davor noch nie was davon gehört gehabt, also wirklich, es war für uns absolut unbekannt. Und viele andere, die hier in Thailand waren, von unseren Freunden oder auch die wir getroffen haben, auch nicht. Also es scheint doch irgendwie ein Thema zu sein, wo nicht so populär ist. Genau, also es geht darum, dass zwischen Ende Januar bis Mitte, Ende April, ist immer ein bisschen unterschiedlich, hängt auch immer ein bisschen von der Saison ab, beginnen die Farmer hier, die Bauern, ihre Felder abzubrennen, damit sie neu ernten können oder schneller neu ernten können. Zusätzlich zu dem ist es auch so, dass es zu der Zeit hier im Norden besonders heiß ist und es häufiger zu Waldbränden unkontrolliert kommt. Weshalb hier über Chiang Mai, über den gesamten Norden mehr oder weniger, eine riesengroße, ja, wie soll man es nennen, eine riesengroße Rauchwolke ist. Also hier ist der komplette Himmel ist bedeckt. Es ist einfach alles total weiß. Weiß, gräulich. Genau. Das merkt man auch sofort an Aussichten und auch in der Stadt. Das ist alles total benebelt, die Sonne kommt total schlecht durch. Ja, und das merkt man halt vor allem, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen rausfährt, zum Beispiel aus Chiang Mai, und irgendwo einen schönen Abschnitt hätte mit einer schönen Aussicht, dass man halt überhaupt nicht weit gucken kann. Also, klassisches Beispiel, der Doi Su Thep Tempel oder der Doi Su Thep Berg. Da gibt es ja eigentlich am Tempel so eine Terrasse mit einem wirklich schönen Ausblick eigentlich auf Chiang Mai. Wir waren dort gewesen und wir haben gar nichts gesehen. Es war irgendwie auch cool, weil es hat einen totalen interessanten Ausblick gegeben, so ein bisschen ins weiße Nichts. Aber es ist natürlich nicht das, was man eigentlich sehen möchte, wenn man jetzt diesen Ausblick hat. Das viel größere Problem an der Burning Season ist aber nicht, dass du einfach keine gute Aussicht hast, sondern dass die Luftqualität extrem schlecht ist. Das lässt sich auch am Air Quality Index messen, so kannst du auch nachgoogeln. Und da sieht man schon, dass vor allem Chiang Mai oder auch zum Beispiel Mae Hong Son ganz schwer betroffen ist und wirklich eine gefährdende Luft hat. Ja. So. Dadurch kann es natürlich auch Beschwerden bekommen. Wir haben jetzt zum Beispiel gemerkt, dass wir Halskratzen bekommen haben und auch von anderen gehört haben, dass sie auch Beschwerden hatten, wie dass die Augen brannten. Und ich bilde mir ein, dass ich mich auch sehr schnell erschöpft gefühlt habe. Und ja, das macht schon Sinn. Die Luft ist wirklich gefährlich. Es hat heute Nacht angefangen zu regnen und regnet bis jetzt auch weiter nicht durch. Das ist natürlich blöd, wenn man die Stadt erkunden will, aber dafür für die Luftqualität sehr gut. Also die ist laut dem AQI, dem Air Quality Index, deutlich besser geworden. Ja, ich meine, wir sind jetzt den letzten Tag hier in Chiang Mai und wir waren jetzt nicht so lange da, aber es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab. Man muss da auch ein bisschen an seine Gesundheit denken und auch selber entscheiden, wie weit einem das wert ist, dann halt auch hierher zu kommen. Wir haben uns zum Beispiel entschieden, beim Rollerfahren Masken zu tragen, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Genau, also das würden wir, glaube ich, auch, wenn wir mal wieder hier wären, zur Burning Season auch auf jeden Fall so weitermachen. Also vor allem so während den Rollerfahrten, weil für mich war es so, oder für uns beide, da haben wir es am meisten gemerkt, gerade wenn man mit dem Roller ein bisschen unterwegs ist, dass man danach häufiger mal so dass der Hals ein bisschen kratzt. Und da sollte man dann schon auch darauf achten, eine Maske zu tragen. Es ist unangenehm und es macht natürlich auch keinen Spaß, wenn es dann irgendwie super heiß ist. Aber es ist halt irgendwie auch Gesundheit. Und ich meine, jeder muss da selbst abwägen, wie weit einem das wichtig ist. Aber würden wir jetzt nach Chiang Mai gehen, wenn wir jetzt noch die Option hätten? Also wir würden es eher so, anders gesagt, wir würden eher sagen, wenn man die Möglichkeit hat, man hat jetzt noch nichts Festes geplant, man ist vielleicht 2-3 Wochen in Thailand, möchte ein bisschen was sehen und man hat überlegt, okay, man könnte nach Chiang Mai gehen und das ist gerade Burning Season, dann würden wir wahrscheinlich eher sagen, eher nein. Weil Thailand hat sehr viele Sehenswürdigkeiten, sehr viel zu sehen, das Land ist sehr groß und man hat sicherlich
gute Ausweichoption. Man kann sich den Süden anschauen. Thailand hat so viele Inseln. Und dann eher vielleicht in der Hauptseason dann nochmal zu kommen, also vor Januar, wo dann der Norden auch wunderschön ist und man auch eine super schöne Aussicht hat. Aber wenn ihr die Temperatur trotzdem nicht verpassen wollt, dann habt natürlich trotzdem die Option herzukommen, aber vielleicht einfach eine kürzere Dauer. Man kann trotzdem in Chiang Mai und um Chiang Mai ein paar Sachen machen, aber alles, was irgendwie mit Aussicht zu tun hat, ist einfach nicht das Gleiche und wir würden uns einfach auch nicht zu lange hier aufhalten. Von Chiang Mai aus gibt es eine beliebte Motorradroute, der Mai Hong Song Loop. Wir haben uns aufgrund der Burning Season entschieden, diesen nicht zu machen, denn wohin führt so ein Motorradloop? Man vor allem natürlich raus in die Natur und gerade dort brennen die ganzen Felder. Das heißt, die Luftqualität ist wirklich fürchterlich. Gerade Mai Hong Song ist einer der Dörfer mit den schlechtesten Luftwerten und die ganze Aussicht ist natürlich auch nicht vorhanden. Es ist alles vernebelt und verhangen, also nichts, wo sich lohnt. Man muss sich halt bewusst sein, dass man nicht die 100% Chiang Mai bekommt. Deshalb, wenn man sowieso schon fest geplant hat, so wie wir hatten schon fest geplant, wir hatten den Flug schon gebucht, dann würden wir sagen, macht definitiv, wenn ihr ansonsten Geld verliert. Wenn ihr aber variabel seid, dann vielleicht irgendwas anderes machen und vielleicht Chiang Mai dann irgendwann mal nachholen. Wenn ihr auch jetzt nach Chiang Mai gehen wollt und vielleicht genau das Problem habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das jetzt löst. Geht ihr nach Chiang Mai oder nicht? Oder wart ihr vielleicht sogar schon mal da in der Burning Season? Wie habt ihr es empfunden? Würde uns interessieren.